Ein Tag im Sommer 2013. Ein Tag, den Erich Hart wohl nie vergessen wird. Der 50-Jährige isst gern Soja, vor allem als Fleischersatz hat er es schon regelmäßig probiert. Doch dieses Mal will er etwas völlig Neues testen, Sojamilch. Eine Entscheidung, die für ihn fatale Folgen haben sollte. Ich bin dann nach Hause, hatte auch ein bisschen Vorfreude, mal ein neues Produkt auszuprobieren. Hab dann den ersten Schluck genommen und dann kam gleich eine heftige Reaktion. Dass die Zunge angeschwollen ist, die Backen innen drin. Das ist dann so dick geworden, zum Beispiel, dass ich mir selber ins Backenfleisch gebissen habe. So starke Einschwellung war das. Luftspeiseröhre haben sich verengt. Ich konnte nicht mehr schlucken. Dann hatte ich schon also wirklich Ängste. Ein körperlicher Zusammenbruch, ausgelöst durch Sojamilch. Kein Einzelfall. Es gibt sie immer wieder. Heftige Beschwerden und Ausschläge wegen Sojalebensmitteln. Patienten mit Ekzemen, mit Erstickungszuständen und Schwellungen an Körper und Gesicht. Der Facharzt Jörg Kleine-Tebbe ist Experte auf dem Gebiet der Sojaallergien. Und er hat selbst schon heftige Fälle erlebt. Diese Reaktion können so gefährlich sein, dass sofortige erste Hilfe notwendig ist. Der Genuss von Soja, vor allem von Sojagetränken, er kann lebensbedrohlich sein. Doch wie ist das möglich? Die Werbung zeigt eine andere Welt. Glückliche und gesunde Menschen, die Soja lieben. Die Sojaanbieter, sie rühren die Werbetrommel. Der Verzehr von Sojabohnen soll das Herzinfarktrisiko verringern, die Knochen stärken, ja sogar gegen Krebs schützen. Allerdings, nichts von dem ist wissenschaftlich eindeutig belegt. Mehr noch, die Werbung verschweigt etwas, weiß der Allergologe Jörg Kleine-Tebbe. Nämlich, dass es auch schwere Nebenwirkungen geben kann. Das ist den meisten Menschen nicht bewusst. Und dadurch erklärt sich vielleicht, dass es für viele eine Überraschung darstellt, so heftig auf Soja zu reagieren. Doch wo lauern die Gefahren? Fakt ist, die Sojabohnen, aus denen die unterschiedlichen Lebensmittel hergestellt werden, besitzen eigentlich viele gute Eigenschaften. Sie bestehen überwiegend aus Eiweiß, enthalten viele Vitamine, mehrfach ungesättigte Fettsäuren sowie Ballast- und Mineralstoffe. Doch in Sojabohnen steckt auch viel Histamin. Ein Naturstoff, der auch im Immunsystem des Menschen vorkommt. Und dieses Sojahistamin kann erhebliche Probleme machen. Viele Menschen, so auch Erich Hart, reagieren nämlich äußerst empfindlich auf Histamin in Lebensmitteln. Denn ihr Körper kann den Stoff nur schlecht oder gar nicht abbauen. Erich Harts Organismus konnte den besonders hohen Histamingehalt in Sojamilch nicht verarbeiten, vermutet die Ernährungsberaterin Daniela Kirchner. Sie kennt viele Fälle mit ähnlich schweren Reaktionen bis hin zu Erstickungsgefahr. Die meisten Menschen, denen fehlt im Prinzip ein Enzym, was das Histamin abbaut. Und wenn die dann über die Nahrung zu viel Histamin zuführen, dann steigt einfach der Histamingehalt im Körper sehr stark an. Das ist so Vergiftungserscheinungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit, Migräne, Schwindel dann auch auslösen kann. Doch der teils hohe Histamingehalt in Sojalebensmitteln ist nicht das einzige Problem. Der Berliner Allergologe Jörg Kleine-Tebbe hat eine weitere Gefahr ausgemacht. Das höchste Risiko, einen lebensbedrohlichen Schock durch Soja zu erleiden, tragen nämlich Birkenpollenallergiker. Grund: Das Eiweiß der Sojabohne ist in seiner Struktur dem Eiweiß der Birkenpolle sehr ähnlich. Sodass die Antikörper im Immunsystem diese nicht auseinanderhalten können. Es reicht bei manchen Menschen aus, dass sie nach frischen, also ungegarten Sojaeiweiß dann allergische Symptome bekommen. Rund 4 Millionen Deutsche könnten betroffen sein, ohne es bisher zu wissen. Etliche Experten fordern deshalb Warnhinweise auf den Verpackungen von Sojalebensmitteln. Eine Forderung, die bislang aber kein Gehör findet. Also, was tun? Ganz auf Soja verzichten? Nein, das muss nicht in jedem Fall sein. Unser Tipp: Gehen Sie auf Nummer sicher und suchen Sie einen Facharzt auf. Ein Allergietest bringt schnell Klarheit. Gibt es klare Anzeichen für eine Birkenpollenallergie, sollten Sie lieber auf Soja verzichten. Liegt nur eine Histaminunverträglichkeit vor, so wie bei Erich Hart, ist solch ein radikaler Schritt nicht nötig. Der 50-Jährige weiß mittlerweile, dass er Sojalebensmittel in sehr kleinen Mengen durchaus essen kann. Und vor allem Süßigkeiten, die nur Sojalecithin enthalten, sind für ihn völlig ungefährlich. Und
Diese Leckereien will er auch in Zukunft in vollen Zügen genießen.